Um Menschen im fortgeschrittenen Alter ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen, errichtet die Stadt Linz im Zuge des Sozialprogramms 144 neue altersgerechte Wohneinheiten. Nach deren Fertigstellung stehen in Linz insgesamt 630 Wohnungen speziell für Seniorinnen bereit. Nun entstehen 50 neue Wohneinheiten an der Muldenstraße. Am Areal des Seniorenzentrums Spallerhof wurde das ehemalige Wohnheim abgerissen und wird durch moderne Wohnungen ersetzt. In der grünen Mitte Linz entstehen unter den insgesamt 800 neuen Wohneinheiten 44 Wohnungen für Seniorinnen mit Wohnflächen von 46 bis 63 Quadratmetern. Der Entwurf sieht ein sechsgeschossiges Gebäude zuzüglich einer Tiefgarage vor. Das dritte Projekt befindet sich im Frankviertel nördlich des neuen Seniorenzentrums Liebigstraße. Zwei Baukörper mit jeweils 5 Stockwerken und eine Tiefgarage werden hier errichtet. Die hochwertigen Wohnungen werden mit Loggien bzw. Balkonen sowie im Erdgeschoss mit Terrassen ausgestattet. Ein Gemeinschaftsgarten rundet das Miteinander mit dem Seniorenzentrum ab.